Servus miteinander, da bin ich wieder. Um was geht's diesmal in meinem Videoblog? Schilder, Verkehrsschilder, inoffizielle Schilder, speziell um inoffizielle Schilder. Ihr kennt es sicherlich, ja? Aldi Parkplatz, Schild Behindertenparkplatz. Gut, würde ich mich nicht hinstellen, ist meiner Meinung nach denjenigen gegenüber, die jetzt wirklich Probleme haben, zum Einkaufen zu kommen, eine Frechheit. Ja, anders da kann man es nicht sagen. Es ist eine Frechheit, jemanden, der eh schon eingeschränkt ist, dann auch noch das Leben zu erschweren. Aber es gibt noch andere Schilder, da wo ich der Meinung bin, ja, die haben eigentlich keinen Sinngehalt und sind eigentlich für mich so gesehen, ja, Vorschläge. Ja, also keine fixen Gesetze, sondern es sind Vorschläge. Und darunter fallen auch diese berühmten Eltern mit Kind-Parkplatz-Schilder, die natürlich sehr nah am Eingang jetzt mal platziert sind. Klar, man möchte ja die Kunden nicht verärgern, gerade welche, die Kinder haben, weil wenn dann sozusagen die Familie aus dem Obi kommt und sich über den ganzen Parkplatz quälen muss, ihr wisst schon, mit so einem total ja, vollgestopften Einkaufswagen und so quengelnden Zwerg dann so im Anhang haben, der jetzt halt dann doch nicht das bekommen hat, was er bei der Quengelware gesehen hat und sich jetzt unbedingt einbildet. Das kann nervig sein. Und wenn man dann über den ganzen Parkplatz mit dem Anhang muss, ja, das ist sicherlich für einige Leute ziemlich unangenehm, sich sozusagen öffentlich dann für die eigene Erziehung zu blamieren. Also für die Erziehung der eigenen Kinder zu blamieren, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, kurze Geschichte zu dem ganzen Thema. Ist passiert vor circa 2, 2,5 Jahren. Damals war mein Vater im Krankenhaus, meine Mutter und ich, wir haben ihn besucht. Auf dem Weg nach Hause meinte meine Mutter dann so: Oh du, fahr doch noch beim Obi vorbei, ich brauche noch Gemüsepflanzl. Gut, bin ja ein braver Bub. Mache ich doch, kein Problem. Wir also von der B471 runter, da ist gleich sozusagen in der Ausfahrt die Auffahrt zum Obi, wir auf dem Parkplatz drauf und es war, wie es halt sonst am Freitagnachmittag ist, gesteckt voll. Hinten waren noch zwei, drei vereinsamte Parkplätze, da wo halt ja, sich normalerweise keiner hinstellen mag. Das ist so die Ecke, wo man sagt, da mag ich nicht hin, das ist so weit vom Eingang weg. Wir sind ja eigentlich im Grunde unseres Herzens alle eine faule Sau. Ich genauso. Deshalb bin ich ein wenig auf dem Parkplatz umeinander gecruised, bis ich dann so 10 Meter vom Eingang einen riesengroßen freien Parkplatz entdeckt habe. Habe mir draufgestellt, habe geschaut, ah, kein Behindertenparkplatz. Das ist ja das Witzige. Beim Obi in Fürstenfeldbruck habe ich keine Behindertenparkplätze gefunden. Aber ja, kommen wir gleich drauf. Wie gesagt, großer freier Parkplatz nah am Eingang. Ich stelle mich drauf, wir steigen aus, abgeschalten, Auto zu, Klappe tot, Klappe zu, Affe tot. Wir wollen gerade zum Obi reintraben, kommt so ein, ja, Obi-Mitarbeiter aus dem Eingang raus, sieht, wo wir stehen, ja, und meint dann so. Also das ist jetzt kein Verarschen, sondern der Typ war wirklich vom Dialekt her eindeutig als nicht gebürtig in Fürstenfeldbruck zuzuordnen. Der meinte dann so, das ist für einen Eltern mit Kindparkplatz, da können Sie sich nicht hinstellen. Ich drehe mich so um, so, oh, tatsächlich, Eltern mit Kindparkplatz. Meine Mutter auch so, Eltern mit Kindparkplatz. Meint dann zu mir, ja, du, Eltern mit Kindparkplatz, da können wir uns nicht hinstellen. Sag ich, wieso? Sagt sie, ja, Eltern mit Kindparkplatz. Sag ich, ja, du bist meine Mutter, ich bin dein Sohn, Eltern mit Kindparkplatz. Oder möchtest du jetzt nach 40 Jahren oder über 40 Jahren erzählen, du bist nicht meine Mutter und ich bin nicht dein Sohn? Gut. Ich denke mal, das Argument hat gefruchtet. Meine Mutter meinte dann lediglich so, also manchmal
mag ich deine Art und Weise, sich Dinge und Regeln so auszulegen, wie sie dir gerade in den Kram passen. Tja, der Obermitarbeiter konnte dann auch nichts mehr sagen. Das Argument war überwältigend, zwingend. Sie war meine Mutter, ich war der Sohn, Eltern mit Kindparkplatz. Daher habe ich, bin ich immer noch der Meinung, meine Berechtigung, mich dort hinzustellen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war's für diesmal. Beim nächsten Mal wieder andere Geschichte. Pfiat's euch.